Hi Leute, ich habe mir hier so einen Dachkorb gekauft bei eBay, den es aber auch im Kaufland oder bei Amazon für 125 Euro und aufwärts zu kaufen gibt. Habe den noch etwas modifiziert für meine Bedürfnisse. Problem ist dieser Spalt, wo natürlich bei Regen Nässe in das Innere eindringt und da fängt dann an, innen zu rosten, was natürlich unschön ist. Und ich möchte noch eine Dachbox nutzen und habe erst mal den Dachträger zusammengebaut und mal geplant, wie soll es aussehen. Und habe dann angefangen, erstmal den Windabweiser mittig einzuschweißen. Das sah vorher nicht gut aus. Habe mir beim Schmied die kleinen Rohre biegen lassen und habe dann den ganzen Dachkorb um 25 cm verlängert und dann die kleinen gebogenen Rohre dementsprechend eingeschweißt. Hier sind dann die Querträger für die Dachbox. Die habe ich klappbar gemacht und im Heckbereich nochmal ein paar Streben für die Halterung für den Spaten. Ein bisschen elektrifiziert für Zusatzscheinwerfer. Und so sieht das Ganze dann fertig aus, im abgebauten Zustand. Wir haben hier Arbeitsscheinwerfer jeweils zur Seite nach hinten, die Halterung für den Spaten. Und unter der Dachbox habe ich ein paar Sandbleche, da soll dann noch Kanister und vielleicht kleine Boxen noch hinkommen. Und damit ich dann auch noch rankomme, sind quasi die Träger klappbar. Auf der einen Seite sind sie geschraubt mit dieser Schraube. Und wenn da die Dachbox drauf ist, kann man das dann komplett hochklappen und dann kommt man dann an die Sachen oder Ausrüstung ran, die man quasi unter der Dachbox noch im Korb transportiert. Ja, Audio Hub Preview. Montiert sieht es dann so aus und die elektrische Verbindung lässt sich hier herstellen mittels dieses Steckers und der Dose. Das Ganze stammt aus einem Boots- oder Yachtzubehör und ist wasserdicht. Und wenn man den Dachkorb nicht auf dem Auto hat, lässt sich die Dose mit der Kappe wasserdicht verschließen. Ist ein fünfadriges Kabel, einmal vorne, einmal nach hinten und die beiden Seiten und eine Masse. Geschalten wird das Ganze von innen mittels vier Schalter, einer für vorn, jeweils für links und rechts und einmal für hinten. Und ja, montiert sieht es dann so aus mit der Dachbox, Beleuchtung. Zu dieser Heckwinde, zu dem Adapter gibt es auch noch ein Video, könnt ihr mal bei mir schauen. Ja, und der Dachkorb lässt sich natürlich auch auf einem anderen Fahrzeug montieren. So, danke fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, vielleicht abonniert ihr ja meinen Kanal.